Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, hier sind wir wieder. Mal gucken, ob wir heute mal die Heldenpunkte holen können, die wir letzte Folge nicht holen konnten. Tatsächlich, sind nicht umkämpft. Ja, wunderbar. Dann können wir uns jetzt nachher gleich die Heldenpunkte holen. Richtig, richtig cool. Vorher sollten wir hier aber noch den Aussichtspunkt mitnehmen. Ah, da haben wir ja heute richtig Glück. Ja, wunderbar. Das freut mich. Nice. Ja, ich freue mich schon, wenn unsere Nekromantin endlich dann mal komplett durch ist mit dem Level. Ich habe mir noch nicht alle Kommentare durchgelesen, die jetzt seit vorgestern reingekommen sind. Nur ein paar davon. Muss dann nochmal genauer reinschauen. Aber tatsächlich sind relativ viele der Meinung, dass es eigentlich schon auch ganz schön wäre, die komplette Living Wild Story am Stück zu haben. Und nicht jetzt schon anzufangen. Auf der anderen Seite würden sie es aber auch gern sofort sehen. Kann ich nachvollziehen. Kann ich total verstehen. Hat beides so seine Für und Wider. Ich werde euch unter der Folge nochmal die Zeit geben. Wenn ihr noch nicht geschrieben habt, was euch lieber ist, könnt ihr das gerne noch machen. Wie gesagt, einfach schreiben, was euch lieber wäre, wenn wir noch ein bisschen warten. Komm zu mir, meine Schöpfung. Oder? Ich gebe dir ein Ziel. Ich weiß nicht, wie weh der tut. Ob wir noch ein bisschen warten? Ich würde erstmal ein bisschen Might gerne aufbauen. Wobei, der ist gar nicht so schlimm. Und CC-Bar hat er auch nicht. Ich hätte eigentlich schon längst Gravedigger spammen können. Egal. Dieses versunkene Schiff sammelt schon seit unzähligen Jahren Seepocken am Meeresboden an. Mit ihm sind auch viele Geheimnisse versunken. Es bleiben nur noch Spuren von Erinnerungen, die dem Wrack eine schwache, mystische Aura verleihen. Ja, also wie gesagt, ist es halt so, dass es halt die Möglichkeit gäbe, entweder die Living World Story, das neue Kapitel, das jetzt existiert, sofort anzufangen. Oder zu sagen, nee, wir warten, bis das Finale so quasi veröffentlicht ist, bis alle Kapitel draußen sind. Und machen es dann, was ja dann so quasi die Wartezeit Richtung Addon verkürzen würde. Und so lange beschäftigen wir uns mit anderen Sachen. Das heißt, wir machen die World Completion, was wir ja auch brauchen, wegen der Heldenpunkte. Und da halt vielleicht so ein bisschen Abwechslung, mal eine HOT-Map, mal eine normale Map. Und dann zwischendurch können wir uns ja dann auch Dungeons angucken. Und zwar würde ich die Stories laufen. Die Stories kann man ja alleine laufen. Sollte zumindest machbar sein. Und ob wir dann die anderen Abschnitte dann auch laufen, dann zusammen mit Leuten, das entscheiden wir dann spontan. Ich vertraue jetzt einfach auf mein Glück, dass wir in der Zeit, wo ich jetzt woanders rumgümpe, die anderen Heldenpunkte nicht verlieren. Weil die ja, wie gesagt, umkämpft sind. Und wir die momentan nicht channeln können. Suchen wir mal. Naja, so ein Ele könnte halt Nebelform ziehen, ne? Sehr schade, dass sie sowas nicht machen können. Ich weiß auch nicht, ob unsichtbar machen nicht vielleicht sogar helfen würde dagegen. Du wirst da verkloppt. So. Schauen wir mal. Ja gut, ne? Sieht halt die Wrackteile von dem Schiff. Von mehreren Schiffen sogar. Die sich da aufgetürmt haben, sodass es letzten Endes jetzt als Aussichtspunkt genutzt wird. Interessant. Ich würde mal interessieren, ob man diese Aussichtspunkte irgendwie auch in der Lore wiederfindet. Schauen wir mal, hier unten. Mehr stygische Tiefen, okay. Nennt sich das hier. Na dann. Infights sind wir nicht, aber da können wir hinschwimmen. Wobei, wir porten. An Land ist es doch ein bisschen schneller als unter Wasser. Das muss jetzt nicht sein. Musik kommt irgendwie keine, interessanterweise. Naja. Es geht auch ohne Musik. Wir haben schon relativ viel. Ah, falsche Waffe. So. Er ist so gewöhnungsbedürftig. Ich habe ein anderes Headset auf. Das Spiel hört sich an, wie wenn es 10.000 Meilen von mir weg wäre.
Machen wir mal ein bisschen lauter. Aber es hört sich alles so weit entfernt an. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe ein altes momentan. Ersatzteil für mein eigenes, für mein normales kommt jetzt die Tage. Und ich hatte noch die erste March, die je produziert wurde. Und da ist ein Fehler gewesen, der jetzt korrigiert wurde. Und da warte ich jetzt auf ein neues Kabel. War das gerade in-game, dieses Brummen? Alter, das hat mich richtig erschrocken. Wieso brummt das so? Na, aber jetzt lass uns mal lieber hier hochporten. Dahin. Und den Heldenpunkt holen. Anstatt da weiter rumzugimpen und jetzt schon wieder einen Aussichtspunkt zu holen. Ich glaube, es hackt. Wir brauchen neben dem Ganzen ja auch die Heldenpunkte. Und die sind halt problematischer. Also, schön ans Land gehen. Hallo. Ich bin mächtig ist total laut. Den Rest hört man kaum. Ich bin schnell wie der Wind. Ich sag ja, das Headset, das ist so ganz anders von den Soundeinstellungen her. Ekelhaft. Ach, jetzt kommt mal Musik. Ah, ich bin auch dumm. Ah, wobei, das wäre ja wurscht. Das Feld liegt ja drunter. Kann er die 5 ja trotzdem machen und wirbeln. Das liegt ja drunter. Jetzt auf einmal ist es lauter. Ne? Die ganze Zeit war es so scheiß leise. Und jetzt auf einmal gibt es doch was. Oh shit. Will mich mit dem Veteran nicht anlegen. Nicht, wo ich jetzt schon so viel Leben verloren hatte, ey, wegen dem bisschen. Ach, das Viech. Schon sagen, wo kommt denn jetzt der Schaden schon wieder her? Komm, aufhören. Eine glorreiche Verbindung von Ken. Heiß Elementar. Komm, weg mit dir. Danke. Der, glaube ich, muss vermutlich auch noch weg. Hey, nicht unterbrechen. So, jetzt Anna. Die Lyssa-Statue. Gelesen hatten wir den Text ja letztens mal schon. Nur channeln konnten wir es nicht. Aber jetzt haben wir es geschafft. Mit dem Viech, da lege ich mich mal lieber nicht an. Wobei, es ist theoretisch, ist es in Anführungszeichen nur ein Veteran. Aber wir wissen ja, wie das mit den Veteranen so teilweise ist. Ja, aber wir können es ja mal versuchen. Okay, tatsächlich. Ist das Viech erstaunlich? Ich habe den Kleinen gern gehabt. Wer? Ach, mein Heel-Viech ist gestorben. Tatsächlich war das erstaunlich einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht. In Ohr ist man es gewohnt, dass selbst Veteranen teilweise einen derbste Prügel einstecken. Ist das vom Wasser aus? Nein. Das ist noch weiter. Ach ja, aber da ist umkämpft. Nee, aber den können wir auch machen. Das ist doch gut. Komm zu mir, meine Schöpfung. Dann holen wir uns gleich mal die ganzen Unterwasserviecher. Ich wüsste nicht, was ich sonst mitnehmen sollte jetzt. Also die Frage, was man unter Wasser mitnimmt. Der ist es halt totaler Quatsch, aber das ist das Einzige, was du hast. Aber auch ja noch nicht ganz ausgeskillt sind. Das verstehe ich sowieso nicht, warum der Necro so wenig Eliten hat unter Wasser. Das ist eigentlich total traurig. Das war das, das war das, okay. Das ist total traurig, dass er so wenige Eliten hat. Das verstehe ich nicht. Da sollten sie mal was dagegen machen. Okay, wir holen uns den Point of Interest. Was ist denn das für ein Erz? Mithril. Okay. Geist des Leids. Interessant.
Ich erinnere mich. Das liebliche Gesicht dieser Statue lässt Entspannung und innere Heimkehr eintreten, okay? Ich bin der Leib. Ja, jetzt sollten wir aber erst mal die Viecher hier wegmachen. Alter, Brunnen gingen ja unter Wasser ja eigentlich auch. Ah, da ist noch eins. So. Okay. Sieht schon cool aus. Da haben wir auch noch einen Heldenpunkt. So viele Heldenpunkte unter Wasser. Tatsächlich kann ich es verstehen, dass wenn man Welterkundung macht und relativ oft WoW spielt, dass man sich die Heldenpunkte dann auch gerne mal durch Umwege holt. Also durchs WoW freischaltet. Was ja geht. Aber im Let's Play machen wir das nicht. Das wäre ein bisschen doof. So. Ich bleib mal im Todesschleier. Weil wir haben hier 25 Stapel Might, aber ich glaube nicht, dass die Waffe jetzt so scheiß viel Schaden macht, deswegen. Ich habe auch keinen Plan. Ich vergesse jedes Mal wieder, was die Waffe macht. Okay. Dieses verwitterte, Gebäude war einst eine Halle der Lehren. Die skelettartigen Überreste der Konservationskuppel sind zentimeterdick mit Algen überzogen. Die Energie eines längst beendeten Experiments bringt das Wasser hier schwach zum Leuchten. Na, dann holen wir uns doch die Energie hier. Auferstandene Muschel. Ob man da was bekommt, wenn man die kaputt macht? Komm. Dauert das noch 10 Jahre. Nee. Aber wer weiß, vielleicht wäre da eine Perle oder so rausgekommen. Wir sollten die Viecher kaputt machen, damit wir wegporten können. Das andere? Nee, wir haben nur diese Waffen. Weiß gar nicht, wie sich die anderen Nekrowaffen gerade nochmal fighten. Ach so, doch, das war der Nahkampf. Das war die Nahkampfwaffe. Warte, das ist ein Pull? Ach, das versenkt die. Okay. Es ginge jetzt an Land weiter. Wir porten uns mal dahin, nur damit wir nicht gleich sofort wieder in Fight kommen. Ich habe den Kleinen gern gehabt. Oh. Ja, es tut mir leid, meine liebe Sarazinia, aber deine Freunde sterben leider. Ein paar davon über Wasser. Genauso wie er unter Wasser leider dran glauben muss. Aber da müssen wir durch, meine Kleine. Da müssen wir durch. Okay, hier vorne haben wir ein Poi. Meeresufergeschütz. Da ist ein Händler. Was ist da? Was kann man da kaufen? Ah, okay. Wir sehen uns wieder. Jetzt haben wir hier Zypressenschüsslinge, würde ich jetzt nicht unbedingt abernten. Büschel Kräuter, was kommt denn da raus? Zitronengras, okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu entdecken. Abenteuer, ah, hier geht's rein. In der Fremde. Wow, Abenteuer in der Fremde, wirklich? Was haben wir denn hier Schönes entdeckt? Die Schattenseite. Das ist schön. Sehr schön hier. Die Musik uns versucht zu vermitteln, dass es hier so ruhig und schön ist, aber das hier ist Ohr. So schön ist das leider nicht. Was hier so passiert. Also das Gebiet selber ist sehr schön, aber ich will da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Hier die Viecher gegeneinander fighten, ey. Hier werde ich auch nicht hochkommen. Ich bin schnell komm wieder ich hier mit. Hoch? Alter, wie kommt man denn da hoch? Jetzt, Anna. Glaub's ja bald. Ah, da geht's zur Map rein. Ah, ich erinnere mich.
Eigentlich wollte ich wegen der Cayenne-Pfeffer gucken, der hier ist. Ich glaube, Cayenne-Pfeffer kann man schon mal mitnehmen. Weiß es aber nicht mehr so genau. So, jetzt komm. Stirb. Okay. Ah, oh, ich habe den Dschungel Eber leider angehittet. Alter, wie schnell respawnt der denn? Oh, shit. Das war nicht das Target. Ich weiß nicht, ob Cayenne-Pfeffer was wert war. Aber nehmen wir ihn mal mit. So, und dann geht's auch schon weiter. Die Karte erkundet sich ja eigentlich relativ gemütlich. Bis auf ein, zwei Stellen kommt man eigentlich sehr gut durch. Problematisch wird's halt immer nur dann, wenn man irgendwelche Events hat. Und deswegen nicht anständig durchkommt. Schnell wie der Wind. Ansonsten erkundet sich das eigentlich ganz, ganz gemütlich. Man kann doch viele Dinge einfach durchrennen. Notfalls ein, zwei Survivability-Skills einpacken. Das kann ich auch. Diese Rose hat Dornen. So. Da sind sie. Nehmen wir nochmal Cayenne-Pfeffer mit. Wir müssen ohnehin Inventar jetzt nochmal demnächst aufräumen. Oh, gut, so viel ist es nicht, aber hey. Weil wir haben hier schon wieder jede Menge Zeug, was wir wiederverwerten können. Ich will das haben. Und wir haben auch ein paar Goldies, die sich wiederverwerten lassen. Zwei Stück. Können wir auch gleich mal wiederverwerten. Dann, das habe ich aus der Daily rausgezogen. Die habe ich nur noch schnell aufgemacht. Das haben wir durch ein Event bekommen. Das sind auch 30 Silber. Eventbelohnung. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe die Daily davor noch schnell abgeholt, bevor ich die Folge angefangen habe aufzunehmen. Gut. Wie gesagt, dann habt ihr die Möglichkeit noch zu sagen, was ihr möchtet. Diese Folge, also wenn ihr letzte Folge noch nicht geschrieben habt, ob ihr, was euch lieber ist, erstmal warten, bis die Living Story ganz draußen ist oder halt gleich anfangen. Wenn ihr das noch nicht geschrieben habt unter der letzten Folge, könnt ihr das unter diese Folge noch tun. Und in der nächsten Folge wird das Ganze dann berücksichtigt werden. Eisenachs wird's. Ach so. Da habe ich glatt noch eine Axt im Inventar. Alter. Genau. Okay, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.